kommt Silverstone. Da kann ich jetzt mal mit mittlerem Abtrieb versuchen. Wie man in der Meisterschaft sehen kann, kommt Schumacher langsam näher ran an Häkkinen. Coulthard muss da schon ein bisschen ziehen lassen. Dann haben wir Irvine, Fisichella und Villeneuve. Und ich stehe auf Platz 10 mit dem Sauber. So, okay. Qualifikation. Was machen wir hier? England. Gleich. Ich muss das so oder so in die Box, auch mit dem harten muss ich das machen. Die einzige Strecke, wo man das vielleicht noch machen könnte. Oh, keine Ahnung. Wir gehen hier jetzt mittleren Abtrieb. Wir können ja mal schauen, ob das dann schon richtig ist hier. Okay. Kein Regenrisiko, das ist überraschend. So, ins Rennen. Ups, da war ich nicht vorbereitet. Momentan passt das Setup eigentlich. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen. Ja, mit dem Apfel habe ich es immer besser gefunden. Keine Ahnung, welches das nächste Spiel wird. Ich bin mir aber ernst davon überlegen, ob ich da vielleicht trotzdem sollte F1 Career Challenge spielen. Das ist einfach mein absolutes Lieblings-Formel-1-Spiel. Und obwohl ich von vielen Seiten gehört habe, dass dieses Spiel viele nicht gut finden, ist mir eigentlich komplett egal. Ich finde es toll und ich habe da schon so viel Spaß dran gehabt, bin schon Weltmeister geworden in meiner Debütsaison, konnte in der Mitte der Saison sogar zu McLaren wechseln. Ja, alles schon passiert. Ja, okay. Das Quali wird wohl relativ schlecht. Ich meine, ich habe jetzt schon 3 Sekunden Rückstand gehabt im ersten Sektor. Jetzt werden es wohl wieder diese 11 oder 12 sein. Es gibt da relativ viele schnelle Kurven, weniger langsame. Da versuche ich es mal mit weniger Abtrieb. So, zuerst mal Boxen einfach bieten. Oh, das ist eine scheiße Einfahrt. Da werde ich richtig Zeit verlieren. Entschuldige, ich muss mich an der Nase kratzen. Geht leider nicht ohne. Das ist ja eine ewig lange Boxengasse.
So, versuchen wir es nochmal. Ich würde sagen, vor allem für den ersten Sektor ist es durchaus hilfreich. Der Mehrwert dann war, also der wenige Abzug. Da bin ich jetzt locker mal eine Sekunde schneller gewesen. In den schnellen Kurven verliere ich nicht allzu viel. Einfach in den langsamen. Da werde ich ein bisschen leiden. Ja, man merkt, ich habe viel weniger Antrieb. Ja, 10 Sekunden, 1,26 Sekunden. So, und dieses Mal. Ja, 2 Sekunden. In dem Sektor lässt sich auf jeden Fall was holen. Aber in diesem Sektor muss ich zaubern. Ohne Abzug. Aber noch so kein Handling. Das ist unglaublich. Dafür läuft der Plan ganz gut. Kommt der erste Sektor. Wenn man den richtig gut fährt, kann man fast so schnell wie die KI sein. Nun fahre ich nicht so gut wie die KI. Das ging auf jeden Fall schnell. Also viel mehr kann ich da nicht rausholen. You're now in 14th place. Also viel mehr geht da nicht. Also die Aufnahme geht noch, das ist schon mal wichtig. Herbert ist 8. Glückwunsch. Ecken mal wieder auf Pol, dann Schumacher. Villeneuve, Pulver, Irvine, Frenzen, Hill, Herbert, Ralf Schumacher. Fisichella, Wurz, Dini, Salo, Trulli, Panis, Verstappen, Barrichello, Takagi, Tuero, Nakano, Grosse. Ja, ich bin trotzdem letzter geworden.
Aber zumindest nicht mit irgendwie 5 Sekunden Abstand. Ich lasse den Abtrieb so. Regenrisiko 100%. Ui. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man hier startet. Es steht auf jeden Fall, es ist regnerisch. Das ist schon mal schön und gut. Ich riskiere es mal. Okay, ich starte mit Starkregenreifen. Start mit 90 Liter Benzin. Ah, oh, Glück gehabt. So, unser erstes richtiges Regenrennen. Und ich fahre natürlich mit einem Low Downforce Auto. War vielleicht keine so gute Idee. Ja, das war keine gute Idee. Ich hätte den Abtrieb noch höher stellen müssen. Dafür auf der Geraden ziemlich schnell. Geht weg, geht alle weg. Boah, das geht ja flott. Boah, das geht schnell. Platz 7. Arschloch. You're up with the leaders. That's your best lap so far. Hat noch Glück gehabt, der McLaren. Schumacher, only a second ahead. Coulthard, right behind you.
Auf Podestkurs momentan, das sieht gut aus. So, nur noch Hacken. You've moved up to second place. That's your best lap. Ha, mutig von Hacken, mutig. Na, 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 so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. So, Platz 1. Ich führe ein Rennen an. Jetzt ist die Frage, wie lange halten die Reifen? Nicht sonderlich lange. Also. Boxenstopp. Bitte nötig. Benzin, ja, wir lassen es so. Also, ist gut so alles. Wir müssen wahrscheinlich alle noch an die Box. Von daher ganz okay. Darf ich raus? Danke. Get that position back. Only 4 laps to go. The weather's clearing up. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Da wird schon stark Regen abgeholt. Das wäre scheiße. Irvine, 6 seconds ahead. Hills, 2 seconds behind you. Momentan regnet es aber noch weiter, das ist gut. Ja, die gehen fast alle an die Box. You're up with the leaders. Only 3 laps to go. Also wieder ein Podestplatz, das sieht gut aus. There's a yellow flag ahead. Slow down, don't pass. Okay, you're out of the caution. Let's go. Hakkinen's 2 seconds ahead.
Crawford right behind you. Preston, out. Wenn mich mein Auto nicht im Stich lässt, und das hat es bislang noch nie getan, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Und das vom letzten Startplatz aus. Nach einem horrenden Qualifying. Und ich dachte schon, ich hätte das falsche Setup für diese Verhältnisse. Aber ich habe gepokert mit Starkregen. Ich habe damit gepokert, dass das die ganze Zeit bleibt. So, da darf ich ja wiederholen. Okay, you're out of the caution. Let's go. You've moved up to first place. Only two laps to go. So, komm schon. That's your best lap. Coulthard out, 20 cars left. There's a yellow flag ahead. Irvine going into the pit. Hills out. Momentan sieht es ganz gut aus. Aber diesmal wird mir der Sieg hoffentlich nicht geklaut, wie beim letzten Mal in Formel 1 96, wo ich auf der Ziellinie ausgeschieden bin. Schumacher, way behind. Okay, komm schon. Eine Runde noch. Last lap. It's yours to win. That's your best lap so far. Und auch noch schnellste Rennrunde. Okay, you're out of the caution. Let's go. Also einfach konzentriert bleiben. There's a yellow flag ahead. Ja, von mir aus. Ist doch egal. And he's dropped out of the race. Das hast du schon mal gesagt, Junge. Hakkinen, way behind. You're pulling away. So, nur noch ein paar Kurven. Und dann ist der Silverstone-Sieg endlich nachgeholt. Die Reifen kommen auch langsam an ihr Ende. Ist egal. Yay! Sieg! Das ist der erste Sieg für Sauber! Und der erste Sieg für mich für 1998 und der erste Sieg seit Monza 1996. Der vierte insgesamt. Und was für ein dominanter Sieg! 18 Sekunden vor Häkkinen, 20 Sekunden vor Michael Schumacher. Dann kommt Jacques Villeneuve, Eddie Irvine und Giancarlo Fisichella. Dann wurde auf Platz 7 Ralf Schumacher 8, 9. Binis, Picasso 10. Takagi 11. Verstappen 12. Rossetti 13. Nakano 14. Tuero 15. 16. Barrichello, 17. Trulli. Trulli ausgeschieden, Herbert ausgeschieden, Hill ausgeschieden, Panis ausgeschieden, Kulfert ausgeschieden und Frenzen ausgeschieden. Das heißt, ich komme mit einem Schlag auf Platz 7 in der Wertung.
überholt mit Frenzen, Wurz, Barrichello. Also drei Leute überholt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Damit auch gleich im Platz weiter nach vorne für Sauber. Stewart überholt. Und zwar deutlich. Das wird wieder ein Weilchen dauern, bis Stewart das aufgeholt hat. Sehr schön. Jetzt ist die Saison also auch wirklich gut gelaufen, würde ich sagen. Dritter Punkteergebnis und weitere Siege im Regen. Sehr schön.